Turn im Verein bedeutet für mich, einfach strahlende Kinderaugen zu sehen und die Kinder zu erleben. Die kommen total verschwitzt aus dem Sport, aber glücklich. Und das ist für mich einfach das, warum ich das auch gern mache, was für mich der Bereich Kindersport bedeutet. Die Gemeinschaft vom Verein ist natürlich an oberster Stelle. Gerade auch das Treffen mit den Freunden und Kollegen, das ist einfach schon das Wichtigste für mich am Verein. Also was mich fasziniert an einem Sportverein, jetzt bei uns natürlich beim TSV Dettingen speziell, ist, dass man eine Gemeinschaft erlebt, die eben nicht nur zeitlich ganz eng fixiert ist, sondern eine Gemeinschaft, die wirklich über Jahre, über Jahrzehnte hält. Und das finde ich halt, das bietet kein kommerzieller Anbieter. Was ist besser, als miteinander die Leute animieren, das zu tun, woran sie Freude haben. Ein Vereinsjubiläum ist immer ein Höhepunkt in eurem Vereinsleben. Zum einen könnt ihr eure Angebote öffentlichkeitswirksam präsentieren und zum anderen könnt ihr Rückschau halten auf die Vergangenheit. Wir vom Schwäbischen Turnerbund unterstützen euch bei der Planung, Umsetzung und Realisierung eures Vereinsjubiläums. Der Auftakt eures Vereinsjubiläums ist die STB-Infoveranstaltung. Hier lernt ihr zum einen die Serviceleistungen des STB kennen und ihr erhaltet wertvolle Tipps von den Vereinen, die bereits schon ihr Jubiläum gefeiert haben. Ich war echt froh, dass wir vom Schwäbischen Turnerbund eingeladen wurden im November, wo andere Vereine präsentiert haben, was sie im Jubiläumsjahr gemacht haben. Das war für uns schon, für mich und meinen ersten Vorsitzenden Mario Eragli, Hilfestellung zu sagen, jawohl, jetzt gehen wir es an. Dettingen-Ernst hat ja nicht bloß der TSV Dettingen, wir haben einen Heimatverein, wir haben einen Gesangverein, wir haben ja Vereine, die vielleicht mitziehen. Ja, also Heimatverein stelle ich mir zum Beispiel gut vor, dass man da was unterbringt, auch in deren Räumlichkeiten. Vielleicht kommt auch eine Abteilung dann ein bisschen in den Fokus mehr, die eigentlich jetzt gerade ein bisschen vielleicht ein Schattendasein hat. Damit ihr optimal in euer Vereinsjubiläum starten könnt, bieten wir euch individuelle Vereinsworkshops an. Der STB übernimmt die Kosten für Verpflegung und Unterkunft. Ein vielfältiges Team aus allen Abteilungen ist die Grundlage für einen erfolgreichen Workshop. Wir erarbeiten mit euch gemeinsam einen roten Faden, der euch bis ins Jubiläum führt. Nutzt diese Chance auf ein unvergessliches Erlebnis. Was hat euch denn dazu bewogen, jetzt diese zwei Tage hier in Albstadt mal außerhalb des Vereins oder des Vereinsumfelds mal in Angriff zu nehmen, den Workshop hier? Abstand zu bekommen, also so, um vielleicht auch als Team eine andere Gemeinschaft zu finden. Also ja, wenn man im Verein ist, hat man immer nur die Zeit, die man sich trifft und dann geht wieder jeder seinen Weg. Und hier sitzt man einfach auch vielleicht mal danach noch locker zusammen. Na,
nachdem wir viel diskutiert haben, sind wir jetzt zumindest schon mal so weit, dass wir für die einzelnen Arbeitspakete auch Mitglieder, Hutträger haben und somit eigentlich auch schon klar eine Struktur für alle diese Dinge. Ich war am Anfang so ein bisschen, habe gedacht, wir fangen wieder bei Adam und Eva an, weil wir das alles schon mal durchgekaut haben, aber dank Markus und seiner guten Struktur haben wir dann doch wirklich das Ergebnis für den heutigen Tag hinbekommen, was eigentlich auch notwendig war. Doch, bin sehr zufrieden. Die Ergebnisse sind, dass wir jetzt ein Jubiläumscafé, ein Jubi-Café machen, dass diese Arbeitsgruppe sich auch um die Festschrift sowohl als auch um die Ausstellung kümmert. Und wir haben ein ganz tolles Emblem entwickelt mit dem Schirm. Das heißt, unser Motto, ich will es jetzt aber mal vorab noch nicht sagen, falls es nicht bleibt, entwickelt und wollen über diesem und mit diesem Schirm einfach mal bündeln und an ihm vielleicht alles aufhängen, sodass es unser rundum Wohlfühljahr wird 2023, 175 Jahre TSV Dettingen-Arms. Wir müssen die Menschen zuerst mal in Bewegung bekommen und Bewegung heißt, mit was lassen sie sich bewegen? Und das sind Emotionen, ja. Das heißt, man braucht am Anfang immer so ein bisschen Anschub, ja, um tatsächlich Emotionen zu wecken. Das heißt, positive Emotionen, aber auch negative Emotionen. Weil wir haben ein Interesse daran, dass die in den Flow kommen. Ja. Also man muss sie irgendwo packen, ja, wo sie eine Leidenschaft drin entwickeln. Und die einfach bereit sind, an Wochenenden zu investieren und sagen so, und wir gestalten gemeinsam dieses Jubiläum. Und das ist die Grundvoraussetzung, ansonsten geht es gar nicht. Ohne den Workshop vom STB, es wäre anstrengender geworden. Wir hätten zwar auch was auf die Füße stellen können, aber mit den Tipps, was ihr da gegeben habt, war das, wenn wir schon ein Grundfundament geht, dementsprechend, wo wir schon drauf aufbauen können. Durch diesen Workshop wurde gezeigt, wenn wir uns alle Kräfte vereinen, könnte man doch irgendwo eine passende Lösung für uns alle finden, wo jedem was Gutes getan wird und jeder seine Idee doch irgendwie einbringen kann und konnte. Wichtig war auch, dass wir von jemand von außen gehabt haben, wie der STB. Die einen sind schon älter, die anderen sind jünger. So die Generationen erstmal zusammenbringen. Wie könnte man das machen, dass wir jemanden haben, der uns von außen her sagt, hey, das und das ist einfach für euch vielleicht doch passend. Versucht es doch mal so. Versucht mal den Ansatz. Was haltet ihr da davon? Weil das war einfach zeitweise schwierig. Weil viele von uns haben ja gar kein so ein Jubiläum mitgemacht. Und da einfach so Ideen zu bekommen, das war schon auch wichtig. Ich glaube, manche Dinge wären sonst einfach ganz anders verlaufen oder im Sande verlaufen oder gar irgendwie aufgegriffen worden. Jubiläumsjahr wollen wir ja die Festschrift fertig haben und dann ist der Auftakt im März, am 17. März mit unserer Jahreshauptversammlung. Also hier wollen wir den sozusagen ja, den Auftakt oder das Auf das Sprühen dieser 175 Jahre TSV entfachen. Wir haben geturnt ab 1950 im Turnhäusle. Und viele Kinder waren da halt noch. Ziemlich einfach. Aber es war schön. Wenn man halt im Barren so einen Unterschwung machen wollte, hat man zur Tür hinaus müssen. Der Raum hat es nicht hergegeben. Da haben wir also Unterschwung gemacht und zur Tür hinaus. Können Sie sich noch entsinnen? Ja, ja. Zur Tür hinaus. Und dann hat man viel im Freien gemacht, natürlich. Viel hat sich im Freien abgespielt, weil einfach die Räumlichkeiten nicht da waren. Dieses Hasenhäuschen gibt es eigentlich noch in einer veränderten Form. Ja? Okay. Aber das hat mich immer fasziniert, als das die Turner erzählt haben, weil ich schon so 16, 17 war. Das war eine Sensation, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ach.
Es gab nichts anderes. Also die Alternative war, oder die Aussicht, irgendeine andere Sache zu machen, war gering. Es gab nichts anderes. Man konnte Leichtathletik machen, weil da braucht man keine auf dem Sportplatz, oder man hat turnt. Es gab die ganze Sportart, die heute sind, die sind einfach gegeben. Und deshalb ist ihm da gar nichts anderes übrig geblieben, als dass man sich mit dem auseinandergesetzt hat. Man hat sich gefreut, wenn man einander gesehen hat, jede Woche einmal und vielleicht auch mal zweimal, und hat miteinander Sport getrieben. Einfach Sport getrieben, egal was. Sehen wir doch, wie man fit bleibt, oder? Ich gebe das nur, oder? Die war nichts. Ja, das sage ich doch. Bei mir läuft das schon und alles andere geht nicht mehr so, wie ich will. Das war die Gründung Hausfrauenturner. Das war mir jetzt gegründet haben. Und das ist der Stammbaum. Der hat mir eine Turnerin gemacht zu meinem 50. Geburtstag. Schöne Erinnerung. Gell? Was bedeutet denn Turnen für dich jetzt so nach all den Jahrzehnten? Ach, das fehlt mir. Das fehlt mir, meine Gymnastik. Also wirklich, wirklich. Also Sinn und Zweck von dem Jubiläumscafé ist, Informationen zu bekommen über unseren Verein, auch anzustoßen, dass Jubiläum ist, also das so einfach auch mal in die Bevölkerung rüberzubringen. Also manche Dinge auf einen Nenner zu bringen, ist schwierig gewesen. Aber im Nachhinein sind wir auch als Team, also auch im Ausschuss oder sowas, echt gut zusammengewachsen. Das muss man also sagen. Die jungen Leute haben einfach ganz andere Ideen noch, wo sich manche von uns, glaube ich, weil das doch ein bisschen ältere Generation ist, schwer tun, gewisse Dinge umzusetzen. Früher war das halt so. Ja, wir müssen aber auch mit der Zeit gehen. Wir müssen gucken, dass wir vor allem wieder die junge Generation erreichen. Das ist ganz wichtig. Also mein erstes Ziel war erstmal gerade das Thema Social Media, weil es noch gar nicht im TSV so vorhanden war. Für mich war wichtig einfach die Verbindung ein bisschen von untereinander, von den Abteilungen, also Fußball und Handball, dass die sich auch näher kennenlernen, weil sonst ist es eigentlich immer so eine Gruppe für sich. Unser erstes Ziel ist, ein Jugendtreff zu machen, genau, für den kompletten TSV, einfach um sich auszutauschen. Die Festschrift, das war ein Thema, ja, das war ein bisschen holprig. Nach dem schönen Abend oder schönen Wochenende in Albstadt waren wir eigentlich voll drauf, dass das läuft. Ich war auch richtig positiv gestimmt, dass wir da möglichst bald Infos bekommen. Das haben wir dann auch zeitig angegangen, sodass wir im Frühjahr 2022 wollten wir mit der Festschrift loslegen, alle anschreiben, alle Abteilungen mit ins Boot nehmen. Das haben wir dann auch alles gemacht, E-Mails verteilt, was machen wir für ein Format, die Schrift festgelegt und so weiter und so fort. Und dann kam mal nichts, gar nichts. Haben wir dann eine Notsitzung gemacht, die sagt, hey, wenn wir jetzt nicht in Pushen kommen, spätestens Ende Oktober, Ende November, dann müssen wir das Projekt sterben lassen. Dann, so langsam lief es an, bis Ende Dezember hatten wir dann so 80%. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir es jetzt natürlich voll durchziehen, weil jetzt hat sich doch die meisten Abteilungen richtig ins Zeug gelegt und haben was gebracht.
die wollte ja schon einen gewissen Umfang haben. Hat jetzt 90 oder 98 Seiten, das ist schon ein mächtiges Werk geworden. Bis wir es dann letztendlich final in die Druckerei geben konnten, war es März 23. Wir sind heute hier in der schönen Schillerhalle. Heute ist das Finale hier von unserer 175-Jahr-Feier. Wir haben jetzt 2 Jahre hart an dem Finale rangearbeitet. Und wir sind jetzt gespannt. Wir freuen uns richtig drauf auf heute Abend. Wir sind gut vorbereitet, die Mädels waren sehr fleißig, die freuen sich, aber klar, die sind natürlich aufgeregt, weil die Omis kommen, die Mamis kommen, die Papis kommen, die Geschwister kommen, die Freunde kommen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es lief zu 90% perfekt. Klar, Kleinigkeiten gibt es immer, aber ich glaube, das ist das, was das Ganze auch so schön macht, dass man einfach überall auch ein bisschen die Jonglage lässt. Es könnte ja vielleicht auch ein bisschen perfekter sein, aber genau, das ist Lebendigkeit, Offenheit, Freude. Und ich bin sowas von erleichtert. Ich schwebe gerade auf Wolke 7. Ja? Und hoffe, dass das jetzt beim Tanzen sich noch ein bisschen anhält. Und viele Rückmeldungen habe ich bekommen, positive Rückmeldungen. Jeder sagt, wow, sowas im Verein, das wussten wir gar nicht. Toll, dass ihr die alle geehrt habt, dass ihr an so viele Leute denkt, die euch immer unterstützen und es einfach auch nach außen bringt und so eine riesen Aufgabe gemeinsam stemmt. Es war ein schönes Jubiläumsjahr. Es ist angefangen zwar mit der Arbeit, du hast zwar viel Arbeit gehabt, aber guck mal, dass der ganze Verein eingebunden wird. Ein Mehrsparterverein, wie wir halt sind, dass da alle mit am Ulmstrang ziehen und dass man halt das auf viele Köpfe verteilt. Wenn man das Ergebnis nachher sieht, ist doch der Gott ins Herz auf. Wir wurden über den Workshops in so viele schöne Projekte geführt, die uns so vulkanisiert haben, würde ich sagen. Und jeder, der den Hut da dafür aufhatte und auch den Schwerpunkt übernommen, war euphorisch. Und deshalb, also so einen Workshop zu besuchen, ist absolut eigentlich fast zwingend. Das war so richtig der Pusher zu sagen, in die Richtung müssen wir gehen. Das hat uns den Weg geöffnet zu sagen, wir machen Jubiläum. Was wäre denn das Szenario gewesen, wenn ihr diesen Workshop gar nicht besucht hättet? Also wie wäre es denn ohne den Workshop, wie hätte da euer Jubiläumsjahr ausgesehen? Ich weiß nicht, ob wir eins gemacht hätten. Tolle Gemeinschaft, flächenübergreifend über alle Sparte, ob es der Radsport ist, ob es Leichtathletik ist, ob es der Handball, Fußball ist. Der Zusammenhang auch innerhalb der einzelnen Abteilung ist super. Tolle Sache, dass es hier sowas zustande kommt, vor allem an einem Sonntag und sich die Eltern auch hier Zeit nehmen, auch für die anderen Familien da was auf die Beine zu stellen. Das finde ich hier extrem klasse und ein tolles Event und deswegen haben wir das natürlich auch direkt wahrgenommen. Die Vielfalt vom TSV Dettingen-Erms wollten wir bringen und die vielen Menschen, die da mitwirken. Also vom, sagen wir mal, Leistungssport, Fußball, Handball, auch Ropeskipping zähle ich da dazu jetzt so langsam. Und auch die große Breite, dass man da an alles, allejenigen, die Sport treiben möchten, auch bei uns das machen können. Es war für mich eine sehr große Ehre, den alten und traditionellen Banner zu tragen. Das hat man auch richtig gefühlt. Also das war für mich auch schon sehr aufregend, den Banner da nach vorne zu tragen. Ich bin schon sehr stolz, ein Teil vom TSV zu sein. Für den Hauptverein ist jetzt diese 175-Jahr-Feier einer unserer großen Highlights, weil alle Abteilungen an einem Strang gezogen hat und was bisher immer so ein bisschen nebeneinander hergegangen ist, war jetzt ein gemeinsames
arbeiten auf ein Ziel hin. Und da muss man schon sagen, jetzt auch mit dem Abend gestern, mit dem Festakt, coole Veranstaltung, viel Zusammenhalt, Vielfalt und Gemeinschaft, perfekt gelebt. Totale Erleichterung, dass sich auch alle Arbeiten, die wir im Vorfeld gemacht haben, jetzt bündeln und sich zeigen, dass es sich gelohnt hat. Wir kriegen so viele tolle Rückmeldungen, dass wir eigentlich jetzt langsam schweben und es gar nicht fassen können. Wenn man jetzt das so schaut und in die Kinderaugen reinschaut und an den Spaß und an die Freude, dann kann man das sagen, okay, 300% alles richtig gemacht. Durch dieses Jubiläum haben wir ja so viele Anfragen, entweder bei uns oder bei der Abteilung Skizunft. Wenn man strahlende Kinderaugen sieht, das ist mehr als Belohnung. Und deswegen suchen wir eigentlich immer händeringend Leute, die wohl sagen, komm, wir steigen mit ein. So eine Skizunft ist ein Teil von uns. Was, finde ich, ein gutes Beispiel dafür ist, dass der TSV Dettingen ein Verein ist, der über den Tellerrand des ganz engen Sportvereins rausdenkt und schaut, wo sind Möglichkeiten, wo sind Bedürfnisse und versucht, da auch uns als Übungsleiter wirklich eine Freiheit zu geben. Seid aktiv und bringt euch ein und habt Ideen und wir helfen euch, die umzusetzen. Tatsächlich habe ich mit 5 Jahren beim TSV angefangen, bin dann relativ schnell damals gewechselt nach Tübingen und dann auch ans Leistungszentrum nach Fellbach-Schmieden, wo ich ja dann quasi meine Karriere auch beendet habe. Ehrlich gesagt konnte ich es mir anfangs gar nicht vorstellen, als Trainerin tätig zu sein, aber ich bin ganz schnell in die Rolle da reingewachsen. Und mich verbindet viel, weil ich die Gruppen aufgebaut habe. Wir haben Wettkämpfe gemacht, wir haben Siege geholt. Das ist schon sehr schön, wir sind gewachsen. Ja. Also ich finde es toll, weil in der Gruppe findet man viele neue Freunde, man hat den Spaß. Ich bin jetzt selber auch schon sehr lange dabei und es macht mir jeden Tag aufs Neue, freue ich mich dort teilzuhaben und es ist sehr schön. Wie fühlt sich das denn so an für dich? Wie lange bist du denn schon Mitglied oder seit wann? 74 Jahre, seit 1949. Dass wir Freude an der Bewegung haben und wenn das jetzt das Rad ist, dann ist es das Rad. Aber wenn irgendein anderer kommt und eine andere Idee hat und klettern will oder sonst eine Idee hat, ich glaube halt, die Flexibilität auch sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, das macht es aus, dass ein Verein wie unserer 175 Jahre erlebt und nicht zugrunde geht an dem, dass er an alten Strukturen festhält, sondern offen ist für Neues. Und da, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und deshalb freuen wir uns alle, dass wir zusammen mit anderen, auch mit Verbänden, die uns da bestens unterstützen, diese 175 Jahre jetzt feiern durften und immer noch feiern.